Shalla Shalawam, das sagte Sauer von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Zuallererst möchte ich alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank an unseren himmlischen Vater Yahweh Bar Shem Yahweh Shai Bar Shem Arka Kadash geben. Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai, Barakate Yahweh, Barakate Yahushai Bar Shem Arka Kadash. Kol Aliyam, Hawat Wakbat Watawada, Labanawa Yahweh Bar Shem Amashia Komalak Yahushai Bar Shem Arka Kadash. Ich möchte doppelte Ehre an die ältesten Apostel der Mützung geben, die uns durch das Spüren die Kraft und Menschen Gnade von Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Arakakadash, die Wahrheit in einfachem Fleiß zu 100% lehren, an meinen Akim, die das Wort in einfachem Fleiß in vierten Welt verteilen, sag ich Shalom, Wa Barakadam, an die Akkutation lernen und an die Preie, die legt 145.000, sag ich Yahweh Ba'ashim Yahushai, Barakadam, Wa Shalom, Shalom, Shalom. Die Lektion wird darüber sein, Esau ist eine Schlange. Die Edomites sind Schlangen, okay? Sozusagen ein Rückblick auf die Serie Rising Dion. Man kann sagen kann, Rising Zion, okay, warum Dion? Das ist Zion, Rising Zion, okay. Das auf Netflix war, ich habe es gestern oder heute Nacht fertig geguckt, durch den Spurnikrab bei Menschen genannt von Yahweh Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Arakakadash. Und dann heute Morgen sind ein paar Priester eingefallen, ich wollte eine Lektion darüber machen, okay. Weil ihr müsst so verstehen, okay, wenn ihr bevor das Video jetzt weiterguckt, es werden hier ein paar Spoiler sein, so ungefähr, ich werde ein bisschen nicht Thematik, aber ein bisschen in das Geschehen von dieser Serie gehen. Auf jeden Fall basiert es, glaube ich, auf einem Comic. Und wenn ihr es nicht hören wollt, dann ist es halt so. Aber auf jeden Fall, Esau ist eine Schlange. Weil in diesem Video, diesen Mann, den ihr da hinten seht, okay, dieser sozusagen, dieser Blitzmann, die nennen den Crooked Man, ist dieser Mann, dieser Edomite. Okay? Und das Ding war, dass dieser kleine Israelite, okay, Zion, sein Vater und er hatten sozusagen Superkräfte bekommen. Durch einen Vorfall, der in Island sozusagen passiert ist. Sozusagen der Vater hat die bekommen und hat sie dann seinen Sohn vererbt. Aber für diesen Edomite, der mit diesem Vater war hier, okay, der heißt Pat, den haben sozusagen die Curse straight up getroffen. Okay, er wurde straight up verflucht. Weil, oder eher gesagt verflucht, diese Kräfte, die er bekommen hat, fressen ihn von ihm auf. Und er hat Zion so lange sozusagen belabert, war die ganze Zeit mit ihm und hat ihn beeinflusst, damit er ihn am Ende heilt. Weil er wusste, dass er es halt machen kann. Okay? Und das Ding ist, dieser Typ hat Dions Vater getötet. Okay, den Israelite. Und was hat er dann gemacht? Der hat sich als Vater dargestellt. Esau ist eine Schlange. Und er wird euch ausnutzen, bis er euch nicht mehr braucht. Okay? Weil die Mutter hat ihn abgewiesen. Weil der Vater ist natürlich gestorben. Die Mutter war traurig. Und dann war dieser Typ immer mit ihr. Und er hat gesagt, hey, jetzt klär ich mir die Chick. Okay? Hat sie geküsst, aber sie hat ihn sozusagen abgewiesen. Und der Typ ist verrückt. Er hat alle Leute aufgefressen, die diese Superkräfte haben, diese spirituellen Kräfte hatten. Okay? Und hat sie aufgesogen. Straight up hat ihn ihre Energie genommen. Er war eifersüchtig auf Jacob, weil er die Segnung hatte. Weil Jacob ihn überall geschlagen hat. Er war eifersüchtig. Und dann wollte er seine Frau haben, sein Kind. Er wollte seinen Platz einnehmen. Deswegen hat dieser Edomite diesen Jake auch getötet. Er hat straight up den Vater von diesem Jungen getötet und sagt dann, ja, ey, ich bin dein Vater. Er hat so gesagt, ich bin dein Vater. Wenn ich richtig erinnere, hat er so gesagt, in der letzten oder vorletzten Folge, wo es wirklich dann diese Offenbarung, so eine sogenannte Offenbarung gibt, okay, wo sozusagen offenbart wird, dass der dieser Mann ist, dieser Crooked Man, dieser sozusagen dieser Wirbelsturm, der alle auffrisst, der die ganze Energie von ihm nimmt, Salakir. Er hat so gesagt, ich bin der Vater. Der hat gesagt, ey, du denkst, du bist im falschen Film. So ungefähr, ey, was redest du da? Der ist hier der Patenonkel, so ungefähr. Okay, er gesagt, ich bin dein Godfather und so. Weil, was, so ungefähr sein Patenonkel. Esau ist wicked. Esau ist die Schlange. Weil er hat diesen kleinen Jake ausgenutzt, damit er geheilt wird. Weil dieser Jake hat versucht, ihn zu heilen. Und was ist passiert? Er hat ihn geheilt und ist sehr krank geworden. Er ist krank geworden. Und dann, er weiß, dass er krank wird, und wenn er doch so lieben würde, würde er seinen toten Kauf nehmen, straight up. Weil er sagt, das ist mein Sohn. Nein, er sagt, ey, heil mich bitte, Dion, bitte heil mich, sonst sterbe ich. Und was macht dieser kleine Jake, weil er ein, sag ich mal, ein junger, eine unbefleckte Seele ist, ein unbefleckter Spirit, will ihm helfen. Und er wird krank, krank, krank. Okay? Danach kommt die Mutter rein und sagt ihm, ey, das ist dieser Crooked Man, Dion. Dann kämpfen die gegen ihn.
Aber auf jeden Fall, seht ihr einfach in diesen, in allen in Serien sind spirituell, ihr müsst immer mit einem spirituellen Auge drauf gucken. Und in dieser Serie seht ihr einfach, dass Esau die Schlange ist. Weil die ganze Zeit ist so dargestellt, als ob er der Freund ist, als ob er der Helfer in der Not ist, als ob er den hilft. Okay? Der die ganze Zeit hilft, 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 hilft und hilft. Aber dabei hat er sie hintergangen und sie betrogen. Okay, sie ausgenutzt. Er wollte das Kind ausnutzen. Er sagt, ich weiß nicht, was dieser Sturm ist. Aber er war dieser Sturm. Er hat die ganze Zeit nur gelogen, betrogen, mit einem Lächeln da die angelacht. Aber hinterrücks hat er sich gedacht, ey, er muss mich heilen. Ich muss sie ausnutzen. Esau ist so wicked. Und ihr werdet sehen, was mit euch passiert, wenn ihr ihm vertraut. Esau ist eine Schlange. Okay, wir gehen zu Genesis. Weil er war eifersüchtig auf diesen Vater. Okay, er war eifersüchtig, dass dieser Israelite, okay, der auch bei, wie heißt es, Wakanda mitgespielt hat, dieser, ich habe seinen Namen vergessen, dieser Schauspieler, der auch Mad Demons hat, der ist wicked auf jeden Fall, wicked Israelite, der war eifersüchtig auf den, weil er war sein Vater und er hatte alles. Okay, er hatte, sag ich mal, das Aussehen, er war ein straighter Jake, ein gut aussehender Jake so ungefähr. Er hat das Aussehen, er hatte die Frau dann, er war eifersüchtig auf diese Frau, die er hatte, weil er nie eine Frau abbekommen hat, weil alle Frauen ihn sitzen gelassen haben, weil er verrückt war. Weil wenn es nicht nach seinem Kopf gegangen ist, so ungefähr, ist er durchgedreht und ist wirklich durchgedreht. Nicht, dass er sagte, ey, es geht nach meinem Kopf, er ist durchgedreht und wollte sozusagen abmucksen und so ein Scheiß. Okay, weil das er auch dann gemacht hat, hat ihm die Kräfte genommen. Okay, schlägt sie und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist Genesis 27 und 41. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. Das heißt, Esau, der sogenannte weiße Mann, die Edomites hassen uns, die Is hassen uns bis zum heutigen Tag. Der Spirit von Hass ist immer noch in denen, wegen der Segnung, die wir bekommen haben von unserem Vorvater Isaac. Die unser Vorvater Jacob bekommen haben, die wir sind. Dass wir besser in allen sind. Dass wir schlauer sind. Dass wir weise sind. Und warum sind wir jetzt in dieser Low State? Warum sind wir jetzt in diesem tiefen Stand? Weil wir boshaft waren. Weil wir nicht auf Jehovah Shemesh gehört haben. Er gesagt, zwei Drittel von unserer Nation. Okay, es heißt, Esau ist eifersüchtig und hasst uns. And Esau said in his heart, und Esau hat in seinem Verstand gesagt, the days of mourning for my father are at hand. Die Tage vom Trauer von meinem Vater kommen. Then will I slay my brother Jacob. Dann werde ich meinen Bruder Jakob töten. Das heißt, er ist auf der Jagd, um Jakob zu töten. Genauso wie er es gemacht hat. Er hat erst den Vater getötet, um sozusagen die Chick zu bekommen und den Sohn zu bekommen. Das zu bekommen, was er schon immer wollte. Was dann passiert? Wollte den Sohn ausnutzen, sein Sohn und die Mutter haben ihn auseinandergenommen. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Weil diese Energie ist immer noch da, diese boshafte Energie. Und der Spirit ist von dem ganzen Weg von Cain bis zum heutigen Tag immer noch da. Wo Cain radikal seinen Bruder Abel getötet hat. Derselbe Spirit ist auf Esau. Und derselbe Spirit ist gerade den Nachfahren von Esau, den Edomites. Okay? Das heißt, Esau hasst uns. Sei ich ignorant. Esau ist eine Schlange. Okay, jetzt kommen wir zu Sirach, auch genannt Ecclesiasticus aus der Apocrypha 14 und 8. The envious man has a wicked eye. Der eifersüchtige Mann, weil dieser Typ war eifersüchtig. Die Edomites sind eifersüchtig auf uns. Bis zum heutigen Tag. Genauso wie ein paar Folgen davor, am Anfang so ungefähr, war dieser Edomite von Dion oder aka Zion, ich will ihn Zion nennen, Raising Zion, ich nenne ihn Zion. Okay, Zion war in seiner Klasse und dieser kleine Jake macht nicht mal was. Er will sogar cool mit diesen Edomites sein und mit den anderen Jake, aber sie verachten ihn. Warum? Weil er von seiner Jake-Hood, so ungefähr, wo er das gewohnt hat davor, weil der Vater gestorben ist, konnte die Mutter das Haus nicht mal leisten. Und dann sind die umgezogen, okay? In eine Edomite-Neighborhood. Und was passiert zuerst? Dieser Edomite-Rektor hasst ihn wegen seiner Hautfarbe, aber wir sind alle gleich, gell? Wir haben keine Vorurteile, ihr seid Lügner und Betrüger. Danach, der andere Edomite nimmt seine Uhr weg. Die kostbare Uhr von seinem Vater, die Erinnerung an ihn, sozusagen, die er benutzt hat, um seine Kräfte zu kontrollieren, lacht ihn aus, klaut sie und dann Zion hat seine Kräfte nicht kontrolliert und hat ihn gegen die Wand geschlagen. Okay? Und natürlich keiner wusste so ungefähr, dass irgendwas passiert ist. Dann sagt dieser Edomite zu ihm, ey, was machst du da, Junge? Wo auch immer du herkommst, das wird an unserer Schule nicht geduldet. Also was soll, ey, du Nigger, was machst du da? Das wird an meiner Schule nicht geduldet. Geh wieder zurück, wo du herkommst, würde er am liebsten sagen. Alice hätte den getötet an dieser Stelle. Und obwohl dieser Junge sagt, ey, ich habe seine Uhr genommen und die Mutter sogar da war und gesagt hat, ey, das ist von meinem Mann, der verstorbene Mann, die Uhr,
die von meinem Sohn, hat er trotzdem den kleinen Esulike gesagt, ey, du bist suspendiert. Wir sind gleich, gell? Wir sind gleich. Esau hasst uns. Aber er wird zerstört. Okay, lass es nochmal lesen. Sirach 14 und 8, weil Esau ist eifersüchtig auf uns. Er hasst uns, weil wir die Segnung bekommen haben, die er Idiot verkauft hat. Er hat ein Abkommen gemacht und er will sich an sein Abkommen halten, weil das ist straight Esau sein Spirit. Esau macht Abkommen, er will sich daran halten. Das seht ihr überall in der Welt. Vor allem in den sozusagen Regierungen. Esau macht ein Abkommen mit irgendeiner Nation, aber will es nicht halten. Straight up. Sarakia. Klar, er will es nicht halten, das heißt, er ist wicked. Okay? Er hält nicht von seinem Abkommen. Dafür wird er zerstört und es spürt die Kraft von Yahweh, Shemar. Und er ist einfach nur eifersüchtig auf uns, weil es schon vorherbestimmt war, dass wir die Segnung bekommen. Von Yahweh, Shemar, alles vorherbestimmt. Und Jacob hat sich das nicht erstohlen, er hat von Yahweh, Shemar, Segnung bekommen, straight up. Okay, Yahweh, Shemar, alles schon so vorherbestimmt. Vers 8. The envious man has a wicked eye. Der eifersüchtige Mann hat ein böses Auge. Das heißt, die ganze Zeit hat er ein böses Auge auf ihn gehabt, obwohl die beste Freunde waren, so ungefähr, obwohl er wie ein Bruder für ihn war, war immer eifersüchtig auf ihn, weil dieser Typ alle Chicks nur abbekommen hat, weil der Israelite alle Frauen abbekommen hat, weil der Israelite ein Wissenschaftler geworden ist, der nur ein Ingenieur, weil er die Nachforschung machen konnte, weil er ohne den Israelite nichts war. Ihr Edomiter seid nicht ohne uns. Ihr Edomiter seid straight up nicht ohne uns. Wenn ihr das ganze Königreich seht, wir haben sie aufgebaut. Wir haben das alles gemacht. Die ganze Technologie kommt von uns. Das Internet kommt von uns. Okay, weil Yahweh Shemir uns den Spirit gegeben hat. Lass kurz nach einem Priester gucken in Jeremiah. Okay. Wo warst du denn? Aber geschah, halten wir eine Sekunde durch. Das ist Duara, genau. Yahweh Shemir Kakdash. Jeremiah 10 und 16. The portion of Jacob is not like them. Die Portion von Jakob ist nicht wie von denen, einer Nation. For he is the form of all things, weil er der Macher von allen Sachen ist. Wir kreieren alle Sachen durch die spürende Kraft von Yahweh Shem Yahushua. And Israel is the rod of his inheritance. Okay? Und Israel ist sozusagen die Route von seinem Erbe. Yahweh of hosts is his name. Yahweh Shem Yahushua von Armenien ist sein Name. Okay? Das heißt, Israel ist der Macher von allen Sachen. Euer Königreich ist nicht ohne uns. Straight up. Deswegen seid ihr eifersüchtig. Ihr seid eifersüchtig auf die Natur von Israel, weil wie sagt das in Matthäus? Salak, lass ich kurz zu den Precept gehen. Matthäus 5, wenn ich mich richtig erinnere. Can't wada benau yahuba shmiyahu shayba shmiyahu kakadash. Matthäus 5 und 13. Ye are the salt of the earth. Ihr seid das Salz von der Erde. But if the salt have lost the savor. Lass kurz das Wort savor nachgucken, was geschah. Aber wenn das sozusagen das Salz seinen Geschmack verloren hat, wherewith shall it be salted? Mit was soll es dann gesalzt werden? It is therefore good for nothing, ist dann gut für nichts, but to be cast and to be trodden on the foot of men. Aber weggeschmissen zu werden und unter Füßen getrampelt werden von Männern. Das heißt, wenn wir unseren Spirit verlieren, wenn wir unsere Herkunft verlieren, wenn wir das Licht verlieren, das in uns ist, sind wir nichts wert. Wenn wir unser Spirit verlieren, Yasha'Allah, sind wir nichts wert. Aber wir sind das Salz von der Erde. Ohne die Erde, ohne uns hat die Erde keinen Flavor, keinen Geschmack. Okay, deswegen ist Esau eifersüchtig. Deswegen seid ihr Edomites eifersüchtig, straight up. The envious man, Sirach 18, 14 und 8, okay, in aus der Apocrypha. Apocrypha heißt versteckte Bücher. Und die Apocrypha wurde im 16. Jahrhundert von der KJV-Bibel rausgenommen. Okay, Sirach 14 und 8. The envious man has a wicked eye. Der eifersüchtige Mann hat ein böses Auge. Das heißt, er ist eifersüchtig und will diesen, auf den er eifersüchtig ist, den zerstören. Genau wie dieser Edomites gemacht hat, dieser Pet, dieser Dog, straight up. He turneth away his face, er dreht sein Gesicht weg, and despiseth men und verachtet Männer. Das heißt, er lacht dir ins Gesicht, aber dreht sich weg und verachtet dich. Im Hinterkopf hat er immer, ey, ich verachte diesen Nick, ich hasse ihn. Okay, jetzt gehen wir zu Sirach 13 und 2. Burden not thyself above thy strength while thou livest. Das heißt, bürde dir nicht zu viel auf, über, like above thy power. Das heißt, bürde dir nicht über deine Kraft auf, während du lebst. Das heißt, nimm nicht so viele Sachen auf dich. Bürde dir nicht alles auf.
Geh zu Yahweh Hashem Yahushai. Mach das zu allem, was du, mach alles, was du machst, kannst du deine beste Möglichkeit. Okay? And have no fellowship with one that is mightier and richer than thee, thyself. Und hab keine, lass kurz Fellowship nachgucken. Fellowship, Kameradschaft, Mitgliedschaft, kein sozusagen Teil, sei nicht in Freundschaft mit denen, die mächtiger oder reicher sind als du. Warum? Weil sie sich als nichts ansehen. Sie sagen, sie sind gleich, aber eigentlich verachten sie dich. Okay? For how agree the cattle and the earthen powder together? Okay? Wie? Salaki. Ah, okay, alles klar. Salaki. Gib okay, mir eine Sekunde, Babakscha. Wie übereinstimmt sozusagen der Kessel und der Pott aus Erde? Okay, der Erde, sozusagen aus Erde bestehende Pott. Okay. Das heißt, wie kommen sie zusammen? Wie können sie zusammenarbeiten? For if the one is smitten against the other, weil wenn sie zusammenstoßen, das heißt, wenn sie kämpfen gegeneinander, it shall be broken, wenn sie wird zerbrochen sein. Das heißt sozusagen, wenn wir Israelites gegen Esau gehen, werden wir zerbrochen sein. Mit einer von uns zerstört sein, straight up. Okay, sagen wir es mal, die Teekasse oder der Kessel ist aus Eisen gemacht. Und wir kommen jetzt sozusagen als Gefäß, Eisen wird uns zerstören. Wir müssen auf Yahweh Hashem warten. Okay, wir müssen weit weg von ihm sein, weil wir den Kampf mit den Geraden werden wir verlieren, gerade in diesem Punkt. Aber wenn Yahweh Hashem mit uns ist, werden wir nicht verlieren. Okay. Vers 13. The rich man has done wrong. Der reiche Mann hat böse, hat Falsches getan. Er tut Falsches. Er tötet Leute, weil er keine Heilung bekommt. Anstatt er einfach sie fragt, er könnte mich heilen, einfach offen ist. Nein, er muss heiltückisch machen. Anstatt er einfach sagt, ich habe diese Krankheit, ich bin ein Diss und Diss, weil er sieht, die haben auch die Superkräfte. Anstatt er nach Heilung fragt und sozusagen sich selber kontrolliert, hat er keine Selbstkontrolle und tötet alles, was er, weil er diese Energie braucht. Anstatt er zu diesem Israel gesprochen hat, ey, bitte, hilf mir, wir sind doch Freunde. Der Jake hat ihm straight up geholfen, aber er hat gesagt, na, Digga, ich werde ihn auslöschen. Okay? And yet, he threatened with awe. Und jetzt lass kurz das Lack, ich habe das Wort sogar noch nachgeguckt. Lass das Wort nochmal kurz nachgucken, Baba Kshaw. Okay, threaten. Jetzt droht er mit allem, okay? The poor is wronged, sozusagen dem Armen wird falsch angetan, weil er nichts getan hat, and he must entreat also. Und er muss trotzdem flehen. Okay, auch dieser reiche Mann, okay, dieser Edomite, bedroht die, er muss fliehen. Er muss fliehen, diese Frau musste fliehen. Er hat diese Frau hat so getan, ey, du bist mein Bae, ich liebe dich. Und ich liebe Dion, ich liebe Zion. Aber er muss mich heilen. Wenn er ihn doch liebt, warum lässt er ihn dann nicht weiterleben mit seiner Mutter? Wenn er sie so sehr liebt, warum lässt er sie nicht gehen und weiterleben, muss sie glücklich sein? Weil er ein eifersüchtiger, vorherbestimmter, zerstörter Pot ist. Er wird straight up zerstört. Er ist vorher bestimmt für die Zerstörung. Okay. Er sagt, er liebt sie. Er liebt Zion und seine Mutter. Und was passiert? Seine Mutter sagt, ich will dich nicht. Boom. Er zeigt ihr wahres Gesicht. Er dreht komplett durch. Schlägt die Mutter, haut sie weg. Hat sie fast getötet sogar. Weil er von Zion gerettet werden soll. Okay. Und er hat Zion den sogar geheilt, obwohl er weiß, dass er krank dadurch wird. Und ja. Aber Yahweh Hashem hat den kleinen Jungen beschützt. Aber bei Yahweh werde ich eine andere Lektion darüber machen. Weil der kleine Junge kann sein Körper ist nicht bereit für seine Kräfte. Der Körper, den er jetzt hat, ist nicht bereit für seine Kräfte. Genauso wie wenn wir jetzt die spirituellen Kräfte in diesen Körper bekommen würden, würde unser Körper die nicht aushalten können. Unser Körper würde zerstört werden. Wenn er die zu viel einsetzt, der Junge, der Zion, der Israelite, wenn Zion seine Kräfte zu viel einsetzt, wird sein Körper vergehen, wird sein Körper durchrennen, er wird sterben. Okay, Salakie. Vers 4. If thou be for his profit, jetzt ist der Punkt. Wenn du für sein Profit bist, he will use thee, dann wird er dich nutzen. Wenn du für sein Profit bist, wird er dich nutzen. Was hat er gemacht? Er hat sie genutzt, wo er noch sozusagen Nutzen an ihn hatte. But if thou have nothing, he will forsake thee. Aber wenn du nichts hast, wird er dich verlassen. Wenn du nichts hast, wird er dich verlassen. Straight up. Und was hat er gemacht? Wenn dieser Simon weg wäre, wenn er keine Kräfte hätte, hätte sie verlassen, straight up. Okay. Vers 5. If thou have anything, he will live with thee. Wenn du irgendwas hast, wird er mit dir sein. Zion hat diese spirituellen Kräfte, hat diese sogenannten Superkräfte. Okay. Und dann sagt er, ey, ich bin mit dir.
He'll make thee bare. Er wird dich arm machen. Ja, er wird dich arm machen. And will not be sorry for it. Das heißt, er macht ihn arm. Das heißt, er hat ihn sozusagen, er nimmt ihn seine Kraft weg. Er nimmt ihn seine Lebenskraft weg. Okay, weil er ihn heilt. Und er wird sozusagen sich nicht schlimm fühlen. Okay? Er wird sich nicht dafür schlecht fühlen. Sie sagen, ja, okay, er hat mich geheilt. Danke. Dankeschön. Ich weiß, du bist jetzt krank, du schiffst vielleicht, aber danke. So wäre es gegangen. Okay? Esau muss gehen. Esau muss straight up gehen. Okay? Vers 6. If he had need of thee, wenn er dich braucht, he will deceive thee. Wenn er dich braucht, wird er dich täuschen. Hat er das nicht mit Zion gemacht? Er wusste die ganze Zeit, wie der Vater gestorben ist, hat immer getan, ich weiß, wie er gestorben ist. Ich weiß, wie es passiert ist. Hat gelogen, 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 gelogen und betrogen. Er hat sie getäuscht. Er hat sie in allen das Gesicht aufgesetzt und hat sie getäuscht, straight up, die ganze Zeit. Obwohl er wusste, wie sein Vater gestorben ist. Obwohl er wusste, wie der Ehemann gestorben ist. Und was dann passiert? Der Ehemann war mit einer anderen Frau, die auch Superkräfte hatte, haben mit ihr geredet, weil die sozusagen herausfinden wollten, wie das passiert ist. Okay. Was dann passiert? Salakie. Dann ist dieser Typ gekommen und wollte sie fressen, diese Frau. Okay. Die ehemalige Frau, die dann auf Zion aufpasst, die am Ende auch stirbt. Und dann hat er aber den Israelite getötet. Straight up, weil er sie beschützt hat. Okay. Und was dann passiert? Diese Frau, die ist, sag ich mal, von diesem Israelite, seine Frau, die Eltern von Zion, okay, die Mutter war alleine und hat herausgefunden, dass sie Superkräfte hat, okay, und ist natürlich durchgedreht. Danach hat sie diese Frau gefunden und er ist gesagt, dieser Mann hat eine Affäre. Anstatt er es klarstellt, sagt, nein, das ist so und so und so und so und das ist so und so passiert, nein, hat er weiter getäuscht, 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 bis die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Yahuwah Hashem Yehoshua, lass ich kurz einen Priesterton in Luke, okay. Ich glaube, es war Luke 12, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Rakti, das ist richtig. Es gibt 12. Ja, ich kurz Prise nachgucken, Baba Ksha. Ich will die Lektion nicht zu lange halten. Ja, Ratza wird sie nicht so lange sein. KJV. Like hier. Fällt der Preset gerade nicht ein. Aber ich weiß. For whatsoever. KJV. For whatsoever. Ah. Eduardo, genau, Yahuwah Hashem Yehoshua Hashem HaKadosh war richtig. Das ist Lukas 12 und 2. For there is nothing covered that shall not be revealed. Das ist nichts verdeckt, was nicht offenbart werden soll. Das heißt, Esau, deine Lügen und deine Betrug und deine Heimtücke und deine falschen Lehren, okay, dein Babylon-Juice ist offenbart. Und er wird noch mehr offenbart durch die Spirit-Kraft von Yahuwah Hashem Yehoshua Hashem HaKadosh, durch deine Propheten, durch uns, durch die Männer von Yahuwah Hashem Yehoshua. Neither hid that shall not be known. Das heißt, nichts wird versteckt sein, was nicht erkannt werden soll. Esau ist der sogenannte weiße Mann. Und er wird zerstört für seine Boshaftigkeit. Okay, jetzt gehen wir zurück, Salakia, zu Sirach 13 und 6. If he had need of thee, wenn er dich braucht, he will deceive thee, wird er dich täuschen. And smile upon thee, und wird dich anlachen. And put thee in hope, und wird dich sozusagen in Hoffnung setzen. He will speak thee fair. Er wird sozusagen schön mit dir reden. Warum? Weil seine Wörter geschmeidiger als das Öl sind. Das ist Psalms 55 und 20. Okay? Psalms 55 und 20. Und es sagt, he that has put forth his hand against such as be at peace with him, he has broken his covenant. Okay, wer macht das? Über wen spricht das? Hört nochmal zu. Der seine Hände gegen ihn stellt, der mit ihm im Frieden ist, das heißt sozusagen, du bist mit jemandem im Frieden und gehst gegen ihn, kämpfst gegen ihn, he has broken his covenant. Wer hat das gemacht? Er hat sein Abkommen gebrochen. Edomites machen das tagtäglich. Die ganze Zeit brechen die Edomites ihr Abkommen. Esau hat ein Abkommen mit China oder mit Iran, bricht es. Esau hat ein Abkommen mit seinem Esau-Bruder, mit Russland, bricht es. Esau hat ein Abkommen mit Jakob, bricht es. Esau hat mal ein Abkommen mit irgendjemandem, wird es brechen. Das ist Esau. Vers 21. The word of his mouth was smoother than butter. Die Wörter von seinem Mund waren geschmeidiger als Butter.
But war was in his heart. Aber Krieg war sein Verstand. Das heißt, dieser Typ hat gesprochen, ja, ey, Zion, Dion, ich liebe dich. Ich habe die Mutter den Namen vergessen, Salakie. Und dich, ich liebe dich. Okay? Aber Krieg war in seinem Verstand. Er sagt, ich will geheilt werden. Heil mich, du Nigger. Straight up. Okay, his words were softer than oil. Seine Wörter waren geschmeidiger als Öl. Okay? Oder weicher als Öl. Yet were the drawn swords. Jetzt war er gezogen Schwert. Das heißt, jetzt war er trotzdem Krieg. Salakie. Psalm 52, 2. Der Tongue devises mischief. Deine Zunge denkt über boshafte Sachen da nach. Like a sharp razor working deceitfully. Wie ein scharfer Rasierer arbeitet er heimtückisch. Das heißt, er arbeitet heimtückisch. Deine Zunge ist deine Arbeit. Okay, dein Arbeitsmittel ist so. Und damit arbeitest du heimtückisch. Du lügst und betrügst nur. Mehr kannst du nicht machen. Und das hat er auch in dieser Serie gemacht. Ich fehle diese Serie. Okay, thy love is even more than good. Du liebst Böses mehr als Gutes. And lying rather than to speak righteously. Salah. Und Lügen mehr als gerecht zu sprechen. Das ist Esau, die Edomite. Er ist eine Schlange. Okay, als Zion seine Superkräfte bekommen hat, hat er so getan, als ob er nichts darüber wusste. Dabei wusste er alles darüber. Er hat, glaube ich, schon 7 oder 10 Leute getötet damit. Er war dieser Wirbelsturm. Er war mit allem in Bezug. Okay, er war mit allem verbunden. Trotzdem hat er weiterhin gelogen, betrogen. Das ist Psalms 58 und 3. The wicked are estranged from the womb. Die Boshaften kommen sozusagen aus der Frau, aus den, aus dem Körper raus. Okay, they go astray. Sie gehen einen anderen Weg. As soon as they be born, speaking lies. Das heißt, sie gehen direkt einen anderen Weg als den gerechten Weg von Yahweh Shemir und bringen Lügen raus. Das sind die Boshaften. Und einer der Haupt davon Akteure ist Esau. Okay, also zurück zu Sirach 13 und 6. If he had need of thee, wenn er dich braucht, he will deceive thee, wird er dich täuschen. Okay, das heißt, er wird dich täuschen, solange er dich braucht. Er wird so lange in dieser Illusion halten, bis er dich braucht. Und das wird auch mit euch Jakes passieren, die auf Esau vertrauen, bis zum Ende. Ihr und Aphrodite werden seine Illusion sein, ihr werdet dafür zerstört. Okay? Salaki. And smile upon you, wird dich anlachen. And put thee in hope, und wird dich in Hoffnung setzen. Das heißt, ey, vertrau auf mich, und ich werde dir helfen. Vertrau auf mich, und alles wird gut. Vertrau auf mich, mach mich zu deinem Gott, nimm Aphrodite, und alles perfekt. Werdet dafür zerstört. He will speak fair, die fair, er wird mit dir sozusagen schön reden, and say. Und sagen, what wantest thou? Was willst du? And he will shame thee by his means. Er wird dich sozusagen mit seinen Taten, mit seinen Aktionen, mit seinen Gütern dich zu Scham bringen. Until he hath drawn thee dry, bis er dich sozusagen ausgetrocknet hat, twice or thrice. Also bis er dich 2 oder 3 Mal ausgetrocknet hat. Und das wollte er von diesem Dion. Weil, okay, die haben im Auto gesessen und Dion oder Zion hat diesen, weil die sind so ein Labor eingebrochen, wo diese sozusagen Tiere von Iceland waren. Okay, und was da passiert? Zion hat diesen Fuchs geheilt, sagt, ey, bitte, bitte heile. Hat seine Kräfte genutzt, um zu heilen. Hat rechte Sachen getan. Der Fuchs war fast am Verrecken, war fast am Sterben und Zion hat ihn geheilt. Und was dann passiert? Was dann passiert? Zion, weil er ein gerechter kleiner Junge ist, hat diesen Typen krank gesehen und sagt so, lass ich dir helfen, Pat. Hat ihm geholfen, okay, hat seine Hände an sein Dings gemacht, wollte ihm helfen. Und dieser Pep war so, nein, 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 weil er wusste, was kommt. Anstatt er ihm gesagt hat, ich habe diese Kräfte auch, ich kann nicht lernen, nein. Okay? Er wusste es und sagte, oh, es hat so gut getan, ich habe schon wieder eine Migräne, aber es ist schon wieder weg, danke. Und was passiert? Zion ist krank geworden. Ist ja alles passiert, hat die Wahrheit gesprochen. Aber Israel wird dafür zerstört, dass er lügt und betrügt, für ihre Boshaftigkeit. Wir werden alle für unsere Boshaftigkeit gerichtet, aber du, Israel, wirst für deine Boshaftigkeit doppelt durch das Böse Kraft von Yahweh. Okay? Und er wollte es wieder machen. Er wollte zweimal leer sorgen. Obwohl er die Risiken kannte. Da seht ihr einfach, dass Esau wicked ist. Er kümmert sich nur um sich selbst. Ihn interessiert nur sein eigenes Wohl, niemand selbst. Niemand sonst. Und ihr werdet es in den letzten Tagen erfahren. Ihr werdet sehen, wie Esau sein wahres Gesicht zeigt. Ihr werdet sehen, wie Esau sein wahres Gesicht zeigt. In den Rassenkriegen, er wird euch töten. Okay, wenn es Hungersnot ist, wird er euch als erstes essen. Wenn die Kannibalen aus denen rauskommen, die wahre Natur von denen, werden sie euch essen. Wenn es um euch oder sie geht, werden sie nicht sich selber opfern, sie werden euch opfern. Das ist straight up die Sache. Wir lesen weiter. And at the last he will laugh thee to scorn. Und am letzten wird er lachen, okay, wird er dich auslachen sozusagen, und dich, um dich, wie heißt es, zu verhöhnen.
Afterward, nachdem, when he see if thee, wenn er dich sieht, he will forsake thee, wird er dich einen Stich lassen, wird dich allein lassen, wird er sein wahres Gesicht zeigen, okay? Wird dich straight up einen Stich lassen, wird dich straight up opfern. And shake his head at thee, wird seinen Kopf schütteln, wird lachen, aha, wie wir gleich lesen werden, Sarek 12, ja, rat this up. Beware that thou be not deceived, pass auf, dass du nicht getäuscht wirst, and brought down in thy jollity, okay? Und sagen, pass auf, dass du nicht getäuscht wirst und runtergebracht wirst in deine Fröhlichkeit. Das heißt, sei nicht ignorant von Satans Versuchen. Lass kurz den Priester tun. Okay? Weil das physikalische Glücksschiff von Satan ist Esau, die Edomite. Okay? Genauso wie er uns früher gehasst hat, hasst er uns bis zum heutigen Tage. Okay? Da ist nichts Neues unter der Sonne. Wie es sagt in Ecclesiastes 1 und 9. Okay? Und 3 und 15, wenn ich richtig bin. Das ist 2. Korinther 2 und 11. Und es sagt, lest Satan should get an advantage of us, damit Satan keinen Vorteil über uns bekommt, for we are not ignorant of his device. Wir sind nicht ignorant von seinen Plänen, von seinen Gedanken. Kennen genauso wenig von seinen Taten. Sei selten nicht ignorant, jascha alle. Es ging zu Sarek 12 und 8. Okay? A friend cannot be known in prosperity. Ein Freund kann nicht erkannt werden in sozusagen Wohlstand. An enemy cannot be hidden in adversity. Und sozusagen ein Feind kann nicht versteckt werden in Armut. Das heißt, sie werden ihre Gesichter zeigen, pro Situation. Das heißt, wenn du unten bist, wenn du an deinem tiefsten Punkt bist, wirst du sehen, wer für dich da ist. In deinem tiefsten Punkt wirst du sehen, wer dich liebt. In deinem tiefsten Punkt wirst du sehen, wer deine Freunde sind, wer deine Brüder sind, wer deine Familie ist. Okay? Das haben die von der Bibel, straight up. Weil in deinem Wohlstand werden alle anderen mit dir sein, aber in deinem niedrigsten Punkt, spirituell oder physikal, wenn du spirituell unten bist, wenn du mehr Demons auf dir hast und so weiter und so fort, wenn die dich hart versuchen, wirst du deine wahren Freunde sehen. Okay? Genauso wirst du deine wahren Feinde sehen. Okay? Okay, ein Freund kann nicht erkannt werden in Reichtum, okay, im Wohlstand. And an enemy cannot be hidden in adversity. Und ein Feind kann nicht versteckt werden in Armut. Das heißt, ihr werdet die wahren Gesichter sehen in der Armut. Okay? Weil in Reichtum und Wohlstand werdet ihr eure wahren Freunde nicht erkennen. Wenn es wirklich, wenn es euch scheiße geht, wenn ihr unten seid, dann seht ihr, wer mit euch ist und wer gegen euch ist. Wer für euch ist und dagegen und gegen euch ist, okay? Vers 9. In prosperity of a man, enemies will be grieved. In der Armut von einem Mann, es ist like im Reichtum von einem Mann, werden seine Feinde sozusagen gekränkt sein, sauer sein, abgefuckt sein. But in adversity, even a friend will depart. Aber sogar in Not, in Trübsal, sozusagen im, ich hab's ja eben schon gesagt, Salaki. Ich konnte ein besseres Wort für Adversity finden. Im Elend, im Not, okay, sozusagen Armut, Salaki, werden sogar Freunde dich verlassen. Wird sogar ein Freund dich verlassen, Vers 10. Never trust an enemy. Esau ist unser Feind. Wir dürfen nicht vertrauen. Natürlich arbeiten wir mit Esau. Natürlich sind wir mit Esau hier und da, weil wir es müssen. Aber vertraut Esau nicht. Wenn es hart, wenn es zu einem Punkt kommt, wo er euch opfern muss oder sich selbst, wo er, wo es um euch oder ihn geht, wird er immer sich selber wählen. Vertraut Esau nicht, straight up. For like as iron rusteth, so is the wickedness. So wie Eisen rostet, so ist seine Boshaftigkeit. Ihr könnt Eisen wegwaschen, aber Eisen wird dieser Rost wird wiederkommen. Dieser Rost auf Eisen macht ihr weg und er muss wiederkommen. Was müsst ihr dann machen? Diese Rost wegschneiden. Okay, warum denkt ihr, warum Autos dann nicht mehr sozusagen zugelassen werden, wenn sie zu viel Rost haben? Weil dieser Rost das Auto auseinander nimmt. So nimmt die Boshaftigkeit Esau auseinander. Vers 11. Though he humble himself and go crouching, auch wenn er sich demütig macht und sozusagen, lass kurz crouch nachgucken. Und sozusagen in die Hocke geht, das heißt, sich demütig macht und sich sozusagen beugt, ey, ich bin doch dein Freund. Okay? Yet take good heed and beware of him. So, passt auf und wache über ihn, okay? Sozusagen, sei nicht ignorant, okay? Okay? Hüte dich, sozusagen, achte auf ihn, okay? Yet take good heed and beware of him, and thou shalt be unto him as thou hast wiped a looking glass. Du sollst wie mit ihm sein, als ob du ein Fernglas sozusagen sauber machst. Das heißt, du eine Lupe oder ein Fernglas, du nimmst eine Lupe, machst es sauber und guckst richtig auf ihn, okay? Wie du deine Brille hast. Deine Brille ist bis dreckig, läufst auf den Tag und sagst, ey, was ist da los? Du machst sie sauber, so soll es mit dir sein. Du sollst ihn wirklich auschecken. Du sollst wirklich auf sein Spirit gucken, okay?
And thou shalt know that his wrath has not altogether been wiped away. Selakeh. And thou shalt know that his wrath has not been altogether wiped away. Und du wirst wissen, dass sein Rost nicht ganz weggewaschen ist. Wie wir gelesen haben, Psalms 25 bis 21. Okay, er ist mit dir im Frieden, aber er wird dich töten. Und das ist straight Esau. Straight up. Okay? Er wollte diesen Jake ausnutzen. Er hat gesagt, ich bin dein Freund. Aber innerlich war er sein Feind. Oder er ist bis zum heutigen Tag unser Feind. Okay? Salaki. Vers 12. Set him not by thee, lest. Setz ihn nicht neben dich, damit nicht, wenn er es overthrown, damit er nicht, wenn er dich überworfen hat, he stand up in that place. Damit, wenn er dich überworfen hat, nicht in der Platz steht. So ungefähr. Neither let him sit at the right hand. Das heißt, lass ihn an der rechten Hand sitzen. Lass ihn nicht der rechte Hand sein, lass ihn nicht der beste Freund sein, ungefähr. Lest he seek to take thy seat, damit er nicht deinen Platz wegnimmt. Natürlich sind es Edomites. Es geht aber genauso für die boshaften Jakes. Weil sie sind unsere Feinde auch. Okay? Wir hassen Boshaftigkeit. Und sie lieben Boshaftigkeit. Genauso wie die andere Nation. Wir müssen weise sein in jedem Weg. Okay? Chillt nicht mit den Leuten von früher. Wenn sie sich nicht verändern zur Gerechtigkeit, lass sie gehen. Ihr sagt ihnen die Wahrheit und mehr könnt ihr nicht machen. Geht das Blut, holt das Blut von euren Händen und geht den Weg von Yahweh Hashem Yosha weiter. And thou at the last Salake. Neither let him sit at the right hand. Will lassen an der rechten Hand sitzen, damit er nicht versucht, den Platz wegzunehmen. And thou at the last remember my words. Und du am letzten erinnerst an meine Wörter. And be pricked therewith. Und sei sozusagen gestochen damit. Das heißt, erinnerst an meine Wörter. Oh shit, ey, der hat recht. Ah, aua. So sollte es sein. Vers 13. Oh, pity a charmer. That is bitten by a serpent. With a serpent. Wer wird Mitleid mit einem Charmeur haben, der von einer Schlange gebissen wird? Das heißt, ihr habt doch diese Charmeurspieler, die mit der Flöte die Schlangen sozusagen beschwören, die Schlangenbeschwörer. Und die werden dann von einer Schlange gebissen. Wer hat Mitleid mit ihm? Genauso werdet ihr. Wer hat Mitleid mit euch, mit einem, der mit einem Sündiger geht? Wer Mitleid mit einem, der mit den Sündigern zerstört wird? Ihr wusstet, dass das Böse war, dass es Sündiger sind, dass es Wickedness ist, seid trotzdem mit denen gelaufen, ihr werdet zerstört. Wer hat Mitleid mit euch? So one that goeth to a sinner, so einer, der zu einem Sündiger geht, und es ist kein Zufall, dass es über die Schlange redet. Weil die Schlange ist heimtückisch. Okay, sie ist hinterlistig. Und das ist Esau Edom. Or any such, like verse 13, who will pity a charmer that is bitten with a serpent? Or any such as cometh nigh with wild beasts? Oder irgendjemand, der, wer wird nahe auf ihn haben, der nahe zu wilden Bestien kommt? Das heißt, wenn ihr in ein Zoo seid und ein Zoogehege seid und von einem Löwen getötet werdet, wer mit Mitleid mit euch? Nur Esau, eben die Idioten. Aber ein gerechter Mann, eine gerechte Frau, weise Leute haben kein Mitleid mit euch, weil ihr seid dumm. Wie könnt ihr einen Löwen, der eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag rennt, jagt, isst, und sich weiter vorpflanzt, okay? Und ihr stellt den einen kleinen Käfig, kann nichts tun, lasst natürlich irgendwann tritt er durch. Was würdet ihr machen, wenn ihr den ganzen Tag in einem Raum eingesperrt seid? Idioten. Vers 14. So one that goeth to a sinner, so wie einer, der zum Sünder geht, and is defiled with him in his sins. Who will pity? Und er ist sozusagen befleckt mit seinen Sünden. Das heißt, ihr geht mit einem Sündiger und seid befleckt mit seinen Sünden. Das heißt, ihr habt Teil in seinen Sünden. Wer wird Gnade mit euch haben? Wer wird sozusagen das Wort pity nachgucken? Wer wird Mitleid mit euch haben? Wer wird Erbarmen mit euch haben? Yahweh Hashem Yosha auf jeden Fall nicht. Vers 15. For a while he will abide with thee, but if thou slacky. For a while he will abide with thee. Für eine Weile wird er mit dir sein, der Sündiger. But if thou begin to fall, aber wenn du fällst, he will not tarry. Wird er nicht zögern, wird er direkt wegrennen. Sieh, du fällst, du gehst in eine scheiß Situation, du bist nicht mehr so gut, du bist nicht mehr so dein Geld ist schon mal am Laufen, er wird direkt wegrennen. Und das wird Esau Edom immer mit euch tun. Seid ihr ignorant. Salaki, Vers 16. An enemy speaketh sweetly with his lips. Ein Feind spricht süß mit seinen Lippen. But in his heart he imagineth how to throw thee into a pit. Das heißt, er spricht süß mit dir. Er spricht, ey, du bist mein Bro, ey, wir sind Brüder. Wie er gesagt hat, ich bin dein Vater. Ich bin dein Freund, ich bin dein Bruder. Weil ich bin dein Mentor, hat er gesagt zu ihm. Aber als Mentor hast du ihn betrogen. Okay? Das heißt, er redet süß mit dir, aber in seinem Verstand stellt er sich vor, wie er dich in eine Grube schmeißt. Das heißt, dich betrügt. Okay? He will weep with his eyes. Er wird mit seinen Augen weinen.
But if he find the find opportunity, aber wenn er die Möglichkeit findet, he will not be satisfied with blood. Dann wird er nicht zufrieden sein mit Blut. Das heißt, er weint, aber in seinem Verstand sagt er, ich warte noch die Sekunde, wo ich dich töten kann. Ich warte noch die Sekunde, bis ich alles wegnehmen kann. Und das hat er mit Jake gemacht. Er sagt so, ey, du bist mit der sagt, diese Frau ist scheiße. Danach ist er mit dieser Frau und diese Frau klären. Er ist ein heimtückischer, ehrenloser Edomite. Straight up eine Schlange. Okay, Vers 17. If adversity come upon thee, wenn sozusagen die Notlage auf dich kommt, thou shalt find him there first. Dann sollst du ihn als erst finden. And thou, he pretended to help thee, auch wenn er vorgibt, dir zu helfen, yet shall he undermine thee. Okay? Trotzdem wird er dich untergraben, untermieren, dich runterbringen. Okay? Dich in den Tod zerren. Vers 18. He will shake his head and clap his hands and whisper much and change his countenance. Das heißt, er wird seinen Kopf schütteln, lachen, klatschen und seine Hände flüstern und sein Abbild ändern, wie wir gelesen haben in Sirach 13 und 7. Okay, ist Ende. Das heißt, er wird lachen. Wird lachen. Ah, ja. War erstmal, und er wird sagen, ja, endlich bist du unten, du Idiot. Endlich habe ich dich zerstört. Endlich habe ich das bekommen, was ich auf die ganze Zeit gewartet habe. So war er auch am Ende. Okay, wir haben noch ein paar Precepts. Dann sind wir fertig, okay? Jetzt gehen wir noch zu Matthäus. Okay, das spricht natürlich über die falschen Propheten, aber du musst weise sein, Jascha, alle. Okay, das ist Matthäus 7 und 15. Beware of false prophets. Passt auf. Okay, achte auf falsche Propheten. Which cometh to you in sheep clothing, welche in Schafsgewänder kommen, but inwardly they are raving wolves. Aber innerlich sind sie raving wolves. Okay? Lass kurz raving nachgucken. So, okay. Gefräßige Wölfe. Das heißt, er kam als Schaf, so, ey, Dion. Ey, Dions Mama, ich liebe euch. Ich bin immer für euch da, ich helfe euch schon allen. Und dann, wo er gesehen hat, er hat keine Chance bei ihr, sagte, ey, nutz mich aus. Ich habe die ganze Zeit ausgenutzt. Okay, ich war die ganze Zeit da für dich und jetzt willst du mir die Pussy nicht geben? Dein Ernst? Du wirst sterben. So war er. Okay, das heißt, er war ein Schaf gewandt, aber innerlich war er so, ey, ich will die, ich will beide. Ich tue so, als ob ich Mitleid mit dem Vater habe und so, dass er gestorben ist, aber ich will die beide. Okay, so sind die. Straight up. Und was macht diese Wicked Jake Nachbarin von ihr? Sagt so, ja, nimm ihn doch. Weißt du, bevor das alles passiert, sagt sie, ja, lass doch mal ausprobieren. Guck mal, vielleicht überrascht er dich. Richtig Wickedness einfach nur. Sieht die Wickedness von unseren Leuten, dafür werden unsere Leute zerstört. Ganzen Duds, ganzen Horse, ganzen Sluts. Jumpen von Dick zu Dick. Straight up. Haben keine Scham. Haben keine Gerechtigkeit in sich. Werde zerstört. Jetzt gehen wir zu Sprüche 27 und 19. Es sagt, as in water, face answereth to face. Wie im Wasser, wie im Wasser antwortet das Gesicht zum Gesicht. So the heart of man to man. So das Herz von dem Verstand, der Verstand von einem Mann zu einem Mann. Das heißt, wenn du mit jemandem redest und sein Herz, sein Verstand siehst, bekommst du die Antwort von ihm, die wahre Antwort. Okay? Er kann das und das sagen, aber wenn du ihn wirklich durchschaust, bekommst du ihn. Okay? Klar. Jetzt gehen wir zu Malachi, okay? Malachi, letztes Kapitel im sogenannten Alten Testament. Kapitel 1, Vers 2. Und es sagt, oder 1, the burden of the word of Yahweh to Israel by Malachi. Die Bürde von dem Wort von Yahweh Hashem Yahushai zu Israel, Yasha'ale, durch Malachi. I have loved you, saith Yahweh. Ich habe euch geliebt, sagt Yahweh Hashem Yahushai. Yet you say, jetzt sagt ihr, when hast du loved us? Wo hast du uns geliebt, sagen wir. Sagt die Natur von Israel. Haben wir davor gesagt. Okay, weil Yahweh Hashem Yahushai durch das Spirit und die Kraft von Menschen genannt hat uns auferweckt. Okay. Was not Esau Jacob's brother? War nicht Esau Jakobs Bruder? Save Yahweh, sagt Yahweh Hashem Yahushai. Yet I love Jacob, jetzt liebt ich Jakob. And I hated Esau, und ich hasste Esau. And laid his mountains and his heritage ways for the dragons of the wilderness. Und habe seine Berge und seine Herkunft verwüstet für die Drachen von der Wilderness. Vers 4, where is Edom safe? Wo Edom sagt, okay, es heißt, er hat die boshaften Spirits, okay, in sein Land gelassen, so ungefähr. Ja, aber Hashem hat ihn total zerstört, dass diese boshaften Spirits rein können. Vers 4, where is Edom safe? Wo Edom Esau sagt, okay, we are impoverished.
Wir sind sozusagen arm, wir sind verarmt. But we return and build the desolate places. Aber wir werden zurückkommen und die verwüsteten Plätze aufbauen. Und das haben sie in der Renaissance gemacht. Wie in der Wiedergeburt, okay? Renaissance. Geburt sozusagen. Renaissance. Wiedergeburt in den Dark Ages, okay? In dem Weißwaschen unserer Vergangenheit. Unserer Herkunft. Okay? This day for how of hosts. Das sagt Yahweh Bashmasha von Amen. They shall build, but I will throw down. Das heißt, am Ende, sie haben es aufgebaut, aber Yahweh Bashmasha wird wieder runterwerfen. Yahweh Bashmasha wird sie wieder zerstören. Okay? Das heißt, sie werden bauen, aber er wird sozusagen, sie sollen bauen, aber er wird runterwerfen, er wird zerstören. They shall call them, and they shall call them Salaka, und sie sollen sie nennen, the border of wickedness, die Grenze der Boshaftigkeit, and the people against whom Yahweh has indignation forever. Lass das Wort Indignation nachkommen. Gegen die Yahweh Bashmasha Indignation, Hass, Empörung, für immer hat. Gegen euch Edomites. Okay, weil ihr einfach die Boshaften seid. Das ist Habakkuk 2 und 8. Because thou hast spared many nations, weil du viele Nationen auseinandergenommen hast, geraubt hast, geklaut hast. Okay, and all the remnant of the people shall spoil thee. Deswegen sollen alle, weil du sozusagen Nationen verdorben hast, sollen die Überbleibsel von dieser Nation dich verderben. Because of man's blood, wegen Menschens Blut, vom Menschen, okay, and for the violence of the land, und wegen der Gewalt im Land, of the city, von der Stadt, and of all that dwell there, und die alle, die da drin wohnen. Das heißt, du wirst für deine Taten bezahlen, Esau. Okay, du wirst das bekommen, was du gesät hast. Wie es sagt in Obadiah 1 und 15, for the day of Yahweh is near, upon all the heathen, der Tag von Yahweh Bashmi Oshal ist nah über all den Heiden, alle Nationen. Alle werden dafür bezahlen, was sie uns angetan haben. Alle werden dafür bezahlen, was sie jemals getan haben in ihrem Leben. Wir werden auch dafür bezahlen, was wir getan haben. Jeder wird ein gerechtes Gericht bekommen von Yahweh Bashmi Oshal. Aber ihr werdet doppelt zurückbekommen, ihr Edomites. Okay? As thou hast done, shall be done unto thee. Wie du getan hast, soll es dir angetan werden. Thy reward shall return upon thine own hand. Deine Belohnung soll auf deinen eigenen Kopf zurückbekommen. Zurückkommen, Salakia. Zurück zu Habakkuk 2 und 9. Und es war Obadiah 15 davor. Jetzt gehen wir zurück zu Habakkuk 2 und 9. Woe to him that covered an evil covetousness to his house. Das heißt, Zerstörung zu denen, okay, der sozusagen begehrt, eine boshafte Begehrde zu sich nach Hause zu bringen. Das heißt, er will boshafte Sachen haben, er will die Sachen Leute ausnehmen, die Sachen von ihnen nehmen. Okay, that he may set his nest on high, damit er sein Nest hoch über alle setzt, okay, that he may be delivered from the power of evil, damit er, nur er, befreit ist von der Kraft von den Boshaften, von den Bösen. Und das macht Isoide. Er will an hoch sein, die Bankerfamilie will seine eigenen Leute ausrauben, seine eigenen Leute zerstören, nur seine Familie, seine ekelhafte Inzestfamilie soll gerettet sein, mit dem guten Essen, was sie haben und so weiter und so fort. Vers 10. Thou hast consulted shame to their house by cutting off many people. Du hast Schande zu deinem Haus gebracht, weil du viele Leute getötet hast. And hast sinned against their soul und hast gegen deine eigene Seele gesündigt. Weil du viele Leute getötet hast, Esau, weil du noch immer Leute tötest, links, rechts, als ob sie nichts wären, hast du Schande und Sünde auf dich selber gebracht. Dafür wirst du zerstört. Okay? Da lag Esau seine Schlange. Okay? Er hat einfach straight up den Vater von ihm getötet. Und hat so getan, als ob er der Vater wäre. Okay? Aber am Ende hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Und diese Kräfte, diese Weisheit ist ein Fluch zu ihm. Weil diese Weisheit, okay, weil Weisheit ist Kraft. Und diese Weisheit, diese Kraft ist für ihn ein Fluch, weil er weiß, am Ende ist der Tod. Wenn ihr so darüber nachdenkt. Diese Weisheit, die dieser Zion, unser Vater, bekommen hat, okay, weil dieses Brot der Kräfte von Weisheit, weil er verstanden hat, ey, ich kann das und das machen, dies und das. Ist ein Fluch für Esau, weil er weiß, was sein Ende ist. Der Tod, wie von diesem Typ, der weiß, dass sein Ende ist. Der Tod. Okay? Am Ende werdet ihr, wie Jesus weiß, wahres Gesicht sehen und werdet geopfert. Straight up. Wenn es um euch oder Esau geht, um seinen eigenen Arsch dreht, dann wird immer seinen eigenen Arsch wählen. So heißt es, was schafft. Ja, Ratza, durch das Spirit der Kraft bei Menschen genannt von Yahweh, Ba'ashim, Yahushai, Ba'ashim, Arakakadash, weil die Lektion aufbaut und erfallen. Die Lektion kam durch das Spirit der Kraft bei Menschen genannt von Yahweh, Ba'ashim, Yahushai, Ba'ashim, Arakakadash. Okay? Und ja, Ratza, weil die Lektion auch ermahnt und aufbaut. Okay? Hochbringt. Wir dürfen niemals aufgeben, wir dürfen nicht ignorant von Satans Versuchung sein, wir dürfen nicht ignorant
von Esau sein, weil Esau ist eine Schlange. Wir müssen weise wie eine Schlange sein, harmlos wie eine Taube. Wie sagt Matthäus 10 und 16, lass uns kurz lesen, weil wir mitten von Wölfen sind. Okay, das ist Matthäus 10 und 16. Letzte Prise, dann closen wir ab. Salaki. Danach ist dann Schluss. Matthäus 10 und 16. Und es sagt, Behold, I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Seht, ich sende euch raus als Schaf in die Mitte von Wölfen. Was passiert, wenn ein Schaf in von Wölfen erkannt wird? Es wird getötet. Okay, wenn das Schaf einen falschen Schritt macht, wird es getötet und zerfleischt, weil sie hungrige Löwen sind. Wölfe sind, Salaki. Be therefore wise as serpents. Deswegen seid weise wie eine Schlange und harmlos wie eine Taube. Wie Tauben. Okay, warum weise wie eine Schlange? Okay, wir müssen so weise wie eine Schlange sein. Wir dürfen keine Fehler machen, dass Esau uns einschweren kann, dass Esau uns töten kann. Das ist eine sozusagen Ausrede. Okay, und harmlos wie eine Taube, damit wir keinem was antun, damit sie uns brettern können. Das war jetzt was Schab. Die Lektion kam durch Spöne Kraft, Mensch genannt von Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Bashem, Ari Kakadash. Kol Aliyam, Hawat Wakabad, Wat Wada, Abnawa, Yahweh Bashem, Mashi, Yapomalak, Yahweh Shai, Bashem, Ari Kakadash. Brak de Yahweh, Brak de Yahushai, Brak de Yahweh, Brak de Yahushai, Brak de Yahweh, Brak de Yahushai, Bashem, Ari Kakadash. Brak de Abnawa, Yahweh Bashem, Mashi, Yapomalak, Yahweh Shai, Bashem, Ari Kakadash. Kaya Kol Barim, Lewalam. The word of now Yahweh Bashem, Mashi, Yapomalak, Yahweh Shai, Bashem, Ari Kakadash. Kaya Kol Barim, Lewalam, 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 Watamiyat. Kwam Yashala, Erhebt euch Israel, Iraya Shalle, erwacht Israel, wo Yakala Kotzaya Shalle, und haltet bis meine durch Israel, wo Yahweh Hashem Yahushai Braktam, Yahweh Hashem Yahushai segne euch, wo Shemartam, und beschütze euch, wo Ganan Atam, und sozusagen verteidigt euch, wo Nachatam, und weist euch, wo Hablatam, liebe zu euch, wo Shalom, 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 Brakte Yahweh, Brakte Yahushai, Bashem Rakakdash, Shalom, 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 wo Abad Babo, seid nicht ignorant. Seid weise, habt eure Augen offen, seid spirituell und nicht fleischlich. Weil wenn ihr spirituell seid, ist es Leben, ewiges Leben. Wenn ihr fleischlich seid, ist es Tod und Zerstörung. Shalom wa barakatam.